Leute, heute zeige ich euch die verrücktesten Fußballfrisuren aller Zeiten. Unglaublich, aber wahr. Ja, das ist wohl die Phrase, die einem einfällt, wenn man sich die nachfolgenden Frisuren ansieht. Es wird wirklich verrückt und skurril und wir steigern uns vom Verrücktheitsgrad einfach mal so Step by Step. Starten wir mit Carlos Valderrama. Der kolumbianische Nationalspieler war mit seiner Matte auf dem Kopf kaum zu übersehen auf dem Spielfeld. So ein riesiger Lockenkopf und über Jahrzehnte hinweg wurde dieser Lockenkopf tatsächlich zu seinem Markenzeichen. Und nein, Leute, das hier ist nicht der Sohn von Carlos Valderrama, sondern der belgische Nationalspieler Fellaini, der bei Manchester United wohl seine beste Zeit hatte und mittlerweile tatsächlich in China spielt. Auch eine richtig, richtig heftige Lockenmähne. Machen wir weiter mit einer pfeilschnellen Rakete vom FC Bayern München mit Kingsley Coman. Keiner weiß, was dieses kleine Zöpfchen an seinem Hinterkopf zu bedeuten hatte. Möglicherweise wollte er damit einfach nur seine Gegenspieler verwirren. Was keiner weiß, ich aber bei meiner Recherche herausgefunden habe, ist folgendes. Kingsley Coman teilt sich seinem Friseur mit einem anderen Fußballer. Der andere Fußballer heißt Rodrigo Palacio und ist mit seinen 39 Jahren und seinem außergewöhnlichen Pferdeschwänzchen immer noch in der Serie B in Italien aktiv. Bleiben wir in Italien und zwar bei einem etwas jüngeren Kollegen und zwar bei Stefan El Shaarawy. Ich weiß nicht, wie viel Haarspray Shaarawy tatsächlich pro Saison braucht, aber ich glaube, das würde Minimum für eine ganze Fußballmannschaft reichen. Windschnittig sah die Frisur von El Shaarawy aus, da kann man nichts sagen, aber auch mit den nach oben gestylten Haaren hat er leider nicht mehr Kopfballtore gemacht. Und als El Shaarawy dann seinen Kollegen und Homeboy Mario Balotelli beim AC Mailand und in der Nationalmannschaft getroffen hat, da ging die ultimative Frisuren-Challenge los und Mario Balotelli war natürlich auch mit dabei. Und zwar hieß die Challenge so, wer von den beiden hat den längeren und dieses Duell hat El Shaarawy ganz klar gewonnen. Ich meine natürlich jetzt an dieser Stelle den Irokesen. Kommen wir nun zu einem ganz anderen Kollegen aus Schottland zu Mr. Griffiths. Der sah aufgrund seines Haarausfalls leider ganz, ganz komisch aus mit dieser skurrilen Frisur. Mittlerweile hat er sich aber einer Haartransplantation unterzogen und sieht mittlerweile wieder top aus. Von Schottland zur Elfenbeinküste machen wir weiter mit einem Glatzenverweigerer, der auf Verrecken unbedingt seine Haare behalten möchte mit Gervinho. Was ich dazu sagen soll, Leute, weiß ich selbst nicht. Ob Bayer, Bayern oder HSV, dieser Mann ist einfach ein überragender Fußballer gewesen und überragend ist auch seine Frisur. Mittlerweile ist Roberto als TV-Experte am Start und hat seine Frisur von damals tatsächlich immer noch. Wer noch einen draufgesetzt hat, ist der ehemalige Bundesliga-Profi Abel Xavier, der bei Hannover 96 gespielt hat, der dann irgendwie noch ein bisschen in den Farbtopf gefallen ist und dann einfach nochmal das i-Tüpfelchen draufgesetzt hat. Und ich glaube, Xavier war auch wohl der Vorreiter der Spaghetti-Frisur. Wer ebenfalls viel mit Farbe rumgespielt hat und herumexperimentiert hat, ist Jerome Boateng. Mal lila Locken, mal grau und glatt, mal blond, mal Cornrows und mal eine Palme auf dem Kopf. Kollege Boateng gehört wohl zu denjenigen, wo man sagt, ja, sehr experimentierfreudig. Auch der ehemalige Mannschaftskollege von Jerome Boateng, Arturo Vidal, der war auch sehr experimentierfreudig. Mal zickzack, mal einen krassen Irokesen, mal irgendwas reinrasiert. Auf jeden Fall gehört das auch zur Kategorie sehr außergewöhnlich. Was aber bei Vidal immer stabil war, neben seiner Leistung auf dem Platz, war sein Bart. Kommen wir nun zu einem Mann, der in die Fußballgeschichtsbücher eingeht und nicht nur aufgrund seiner phänomenalen Tore, sondern auch aufgrund seiner Frisur. Ronaldo El Fenomeno. Seine Frisur war damals aber alles andere als phänomenal. Mittlerweile sieht El Fenomeno übrigens so aus. Weiter geht's mit Taribu West, der übrigens auch in der Bundesliga beim FC Kaiserslautern gespielt hat. Und auch seine Frisur, die gehört tatsächlich zur Kategorie total verrückt und außergewöhnlich. Dazu kann man eigentlich auch ganz wenig sagen. Einfach nur hammerhart. Machen wir weiter mit Neymar da Silva Santos Junior, kurz Neymar. Die Verteidiger dieser Welt fürchten seine Dribblings, aber seine Frisuren sehen teilweise auch sehr, 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 sehr gruselig aus. Aber ist alles mit dabei. Von Spaghetti-Frisur über heftige Rasterlocken bis hin
zu pinken Haaren. Und anscheinend ist das wohl ansteckend unter Mannschaftskollegen. Kylian Mbappé von PSG hat sich dann seine Haare kurzzeitig auch einfach mal blau gefärbt. Jemand, der wohl jede erdenkliche Haarfarbe dieser Welt hatte und auch alle möglichen erdenklichen Muster in seinen Haaren hatte, ist Paul Pogba. Und so verrückt die Frisuren auch aussehen mögen, eins kann ich euch sagen, Paul Pogba kann es tragen. Irgendwie sieht das bei dem tatsächlich richtig cool aus. Und Leute, das ist kein Scherz, sondern Giovanni Simeone hatte tatsächlich kurzzeitig diese Frisur, aber aufgrund dessen, weil er eine Wette verloren hatte. Wer allerdings keine Wette verloren hat, ist Mike Werner. Der Fukuhila war damals tatsächlich in und keiner hat ihn mit so viel Stolz und so viel Würde getragen wie Mike Werner von Hansa Rostock. So Leute, und jetzt seid ihr dran. Schreibt mal gerne in die Kommentare rein, welche Frisur ihr am außergewöhnlichsten, am verrücktesten, am skurrilsten fandet. Ich bin sehr gespannt, was ihr schreiben werdet und wünsche euch jetzt noch einen wundervollen Tag.